zu unserem heutigen Fastabschluss der Ausstellung Treasures in Between mit Judith Boy. Wir werden heute hier im alten Rathaus eine Premiere, eine kleine, doch denke ich sehr spannende und noch nie dagewesene Premiere haben. Die Künstlerin selbst wird sich hierbei in Form eines Tanzes mit ihren Werken verbinden, so war die Aussage. Und das ist doch schon sehr spannend, das hat man noch mit. Und dann lassen wir uns mal einfach überraschen. Und dabei wünsche ich uns mal viel Vergnügen. Und ansonsten, Judith, geht es jetzt ganz spontan los und ich wünsche viel Vergnügen. Ich meine, das sind meine Bilder. Ja? Also ich muss mich ja noch mal vorstellen. Okay? Also, oder wolltest du noch was sagen? Nee, ich bin nur noch zum Gucken und zum Hören. Okay. Also, ja, also ich bin Künstlerin von Beruf und lebe und arbeite in Deutschland und in Sizilien. Und meine, hier sieht man eine Auswahl von abstrakten Werken, die in der letzten Zeit in Sizilien und auch in Deutschland entstanden sind. Da gibt es sehr interessante Materialien, das sind zum Beispiel diese Plissés und da hinten auch so ein Triptychon, hier auch eins. Und diese Dinge, ja, die sind sehr, sag ich mal, auf eine spirituelle Art auch zu verstehen. Das sind Motive aus der Natur oder von den Insekten oder zum Teil einfach so biologische Prozesse im Körper. Das heißt, es hat auch so, ja, einfach so, ich will jetzt nicht sagen Virusformen, aber es geht einfach um chemische Prozesse auch im Körper. Und das ist jetzt entstanden durch Covid. In der Zeit habe ich sehr viel gearbeitet. Ja, und das ging ja wahrscheinlich vielen Künstlern so, dass sehr viele Ausstellungen nicht stattfinden konnten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier diese Ausstellung machen kann, in einer großen Fülle. Die Räume sind sehr schön und man sieht, also es wirkt unheimlich gut hier. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich das machen kann. Genau. Also wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Ich habe jetzt noch ein bisschen Jetlag. Ich bin mir erst angekommen in Deutschland und war heute schon total im Straßenverkehr unterwegs und so weiter. Genau, also freuen Sie sich einfach und ich zeige Ihnen eine kleine Performance dazu. Ja? Gut. Gehst du